Was passiert mit den massenhaften Daten, die der BND über seinen Lauschposten in Bad Aibling gewinnt? Die neueste Enthüllung von Edward Snowden besagt, 500 Millionen Datensätze gingen allein in einem Monat an die NSA. Auf welcher Grundlage? Die Bundesregierung verweist auf ein Abkommen von 2002. Damals war SPD-Fraktionschef Steinmeier Kanzleramtsminister und somit zuständig. Schuldzuweisungen deshalb nun an die SPD. Sie hat ja mit den Fehlern begonnen. Es gibt keine uneingeschränkte Solidarität. Man muss immer prüfen, was man macht, warum man es macht und wo man auch sagt, halt, hier wird eine Grenze überschritten. Es war die Zeit unmittelbar nach den Anschlägen von New York. Die westliche Welt geschockt und verunsichert und entschlossen im gemeinsamen Kampf gegen Terror. Uneingeschränkte Solidarität mit den USA bei allen notwendigen Maßnahmen. Es sei richtig gewesen, umfänglich zu helfen damals, sagt die SPD. Heute gehe es dagegen um eine ganz andere Dimension. PRISM hat es damals nicht gegeben, weil es auch noch nicht die Internetgiganten gegeben hat, auch nicht die sozialen Netzwerke, die behilflich sind, alle ihre Daten auch Nachrichtendiensten zur Verfügung zu stellen. Und wir haben es mit völlig anderen technologischen Möglichkeiten zu tun. SPD und Grüne halten die Vorwürfe gegen Steinmeier deshalb für ein Ablenkungsmanöver. Man wolle stattdessen wissen, wie viele Daten genau übermittelt wurden. Ich stelle erstmal nur einen Widerspruch fest. Die Bundesregierung sagt, sie hätten 2012 2 Millionen Datensätze übermittelt. Snowden sagt, aus Deutschland sind 500 Millionen Datensätze übermittelt worden. Und für diesen Widerspruch bleibt die Bundesregierung bisher jede Erklärung schuldig. Spätestens am Montag wird eine Auskunft erwartet. Dann tagt wieder das parlamentarische Kontrollgremium.